Leute, wir sind hier wieder in Minecraft. Wir haben hier ja mittlerweile, wie ihr bestimmt schon gesehen habt, sehr viele Tiere gezüchtet. Aber, was ich gelesen habe, durch viele Tiere, durch viel Bewegung, laggt unser Server richtig hart. Und deshalb werden wir jetzt ein kleines Schlachtfest hier abhalten. Und wir werden alles töten, ja, was lebt. Das ist ein bisschen barbarisch, aber es muss sein. Bei mir ist der nette Timo, der hilft mir hier, diese abscheuliche Gräueltat zu vollrichten. Guten Abend, mein Name ist Timo, viel Spaß beim Video. So. Lass einfach von bei jeder Farm irgendwie 5 Tiere oder so. Dann, kein Problem, kriegen wir hin. Die Armen! Sterbt! Wow! Oh Mann. Die mühsam vermehrten Tiere. Okay, bist du fertig? Sehr gut. Ich gehe mal rüber zu den anderen Farmen. Uns werden alle Leute hassen, aber das ist egal. Sag einfach, ich war's. Nee. Bin jetzt zu mir, ne? Ja. Welches Tier? Natürlich habe ich auch eine große Farm angelegt. In den letzten 3 Tagen bin ich sehr aktiv gewesen. Tja, Timo, alles umsonst. Alles umsonst. Jetzt müssen wir sie töten. Aber es gibt ja auch Nahrung. Es ist für einen guten Zweck. So, was tötest du? Ich töte gerade die Kühe bei Garin. Die habe ich auch alle gezüchtet. Ja, ich weiß. Das sind so viele, Mann. Ja, ich habe das extra sogar vergrößert. Gut, ich fange dann mal bei meinen Schafen an. Gucken, ob mein Diamantschwert das durchhält. Timo! Das sind viel zu viele, Mann. Wo bist du denn jetzt? Ja, ich bin immer noch bei den Kühen. Da sind immer noch so viele drin. Dann geh mal bitte. Ich Nein! Ich mal meinen Schafen drin. Und es wird nicht weniger. Oh. Hat sich auch gerade in Luft aufgelöst. Ich werde mir auch direkt ein neues machen. Level 28 bin ich schon. Ich habe gesagt, Level 30 werde ich noch. Schöner daran ist ja auch, dass du beim Füttern natürlich auch Level steigst, ne? Ja, man kann ja noch füttern und schlachten, aber halt nicht mehr so in dem Maße, leider. Das ist schon logisch, dass dadurch, dass die ganzen Typen sich hier bewegen, dass dadurch halt furchtbar viel Rechenleistung flöten geht. Ja, das stimmt. Ist bei den Schweinen irgendwo eine Tür da? So, bei denen bist du noch am Marktplatz, ne? Ja, aber die Kühe habe ich fertig. Ach du Scheiße. Timo! Wo bist du jetzt? Ich sehe gerade deine hintere Farm. Was hast du getan? Kein Wunder, dass es immer noch laggt. Ich hab jetzt. Ich stetze mich mal da durch. Kein Wunder, dass die Scheiße geleckt hat. Ich habe jetzt schon wieder. Das waren schon wieder 200 Tiere, die ich jetzt getötet habe. In meinem im Kuhstall. Ja, und in einem anderen Kuhstall. So, 2 Stück. Wo ist denn dein Ausgang? Du musst das ja aber noch hübscher machen, hier sind noch so Fettperler drin. Ja, ich war schon so viele und habe ich es erweitert. Da musste ich irgendwie, weil für die Menge war das schon zu klein. Ja, ah, mein Inventar ist bald wieder voll. Oh, Christian fragt, ob das schon geholfen hat. Aber er weiß, glaube ich, nicht, wie viel Arbeit das ist. Das dauert. Ich weiß gar nicht, wie ihr fleißig ich gezüchtet habe. So, hier, ich gebe dir mal dein Leder und so. Ja, bald doch.
Hier, eins der. Ich habe drei Stacks Leder von dir, dann kriegst du mir wenigstens ein. Glaube ich direkt. Oh, die sind hier noch gar nicht fertig gebraten, die Dinger hier alle. So, raus, rein. Raus, rein. Raus, rein. Raus. Meine So, Essenstruhe ist rein. gleich. Unsere Fleischessenstruhe ist bald voll, das ist richtig heftig. Wo habe ich denn das Ruheding jetzt hingepackt? Weil hier ist keine online. Ich guck mal bei Garin, aber ich glaube, der hatte keine Farm. Die Farm hatte ich ja dann übernommen. Ach, stimmt, ja. Gucken wir mal bei den hier hinten. Oder ich guck mal, du bist ja noch am Sortieren oder so. Ja, ich bin zwar ein Mensch, der nicht viel Ordnung hat, aber in Minecraft versuche ich das dann doch. Aber ich schreibe gleich auch ein. Ah, hier unten sind. Das ist, glaube ich, seine Farm. Hier schon mal einen Huhn. Wo muss man denn den Schalter drücken? Den hier? Oh Gott, ne, das macht Wasser da rein. Lol.